Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Grundlagen der Volkswirtschaft. Heute möchte ich mit euch über das Thema Preise und das Preisniveau sprechen. Denn Preise und Preisniveau sind nicht ein und dieselbe Sache. Genau genommen sind es zwei verschiedene Sachen, die allerdings miteinander stark im Zusammenhang stehen. Und zwar ist es so, dass natürlich jede Dienstleistung und jedes Gut in einer Volkswirtschaft einen Preis hat. Ich denke, das ist logisch. So, das Preisniveau ist aber nichts anderes als der Durchschnitt aller Preise, die für Dienstleistungen und Güter anfallen, die in der jeweiligen Volkswirtschaft hergestellt werden. Das heißt, wir dürfen die beiden nicht miteinander verwechseln, denn es kann durchaus sein, dass bestimmte Güter im Preis teurer werden, andere dafür aber günstiger werden als vorher und somit das Preisniveau eben nun ja, gleich bleibt, weil das Preisniveau eben der Durchschnitt aller Preise ist. Ja, man sagt ja auch nicht das durchschnittliche Preisniveau, da das Preisniveau, wie gesagt, eben schon der Durchschnitt aller Preise ist. Ja, also halten wir fest, ein Preis ist eben, nun ja, ein monetärer Betrag, der dafür anfällt, dass ich dieses Gut oder diese Dienstleistung in Anspruch nehme. Und das Preisniveau ist nun eben der Durchschnitt aller in der Volkswirtschaft hergestellten Güter und Dienstleistungen. Interessanter ist so ein bisschen, wie das Preisniveau berechnet wird. Rein logisch betrachtet müsste man ja wirklich jeden einzelnen Preis einer Dienstleistung oder eines Gutes nehmen. Also wirklich jeden einzelnen Preis einer Dienstleistung und eines Gutes, weil wir ja, wie gesagt, hier den durchschnittlichen Preis ermitteln wollen. Das wird aber in der Volkswirtschaft nicht gemacht, weil es viel zu umständlich wäre. Ja, aber da müsste man natürlich auch genau wissen, zu welchem Preis werden bestimmte Dienstleistungen ganz kleiner Betriebe angeboten, die jetzt nicht so viel Werbung betreiben wie beispielsweise größere Betriebe, die auch deutlich bekannter sind, wo man dann sowohl im Internet als auch in Prospekten unmittelbar erkennen kann, okay, so teuer ist jetzt eben die Dienstleistung, so teuer ist jetzt eben das Produkt. Das ist bei sehr kleinen Betrieben häufig gar nicht so der Fall, dass sie viel Werbung machen. Das heißt, da wäre auch sehr, sehr viel Zeitaufwand automatisch mit verbunden, selbst wenn die Informationen frei zugänglich und schnell zugänglich wären, da natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Güter und sehr, sehr viele unterschiedliche Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft hergestellt werden, gerade wenn es so ein entwickeltes Land ist, wie beispielsweise Deutschland. Also was macht man? Man geht in der Volkswirtschaft dahin und bildet sogenannte Warenkörbe. Diese Warenkörbe bestehen aus Gütern und Dienstleistungen, die sehr, sehr typisch für das Konsumverhalten der Gesellschaft innerhalb der Volkswirtschaft sind. Also beispielsweise ist es so, dass man noch vor 30 Jahren den Schallplattenspieler mit in diesem Warenkorb gehabt hat und gesagt hat, okay, wir fangen jetzt beispielsweise heute in diesem Jahr mit dem und dem Preis des Schallplattenspielers an, ja, nullen das Ganze, wir sind also heute im Jahr Null, wenn wir so wollen, und schauen dann, wie sich letztlich der Preis innerhalb der nächsten 10 Jahre entwickelt. Ja, und das macht man natürlich auch auf jährlicher Basis, aber auch längerfristig und sieht dann, wie sich Preise demzufolge im Zeitraum entwickeln. Mit der Zeit muss man allerdings diesen Warenkorb aktualisieren, weil irgendwann klar wurde, okay, der Schallplattenspieler ist jetzt nicht mehr wirklich so gefragt, wird jetzt nicht mehr wirklich so häufig benutzt. Wir haben jetzt CD-Player, später dann DVD-Player, dann kommen die MP3-Sticks daher und irgendwann streamt man das Ganze dann letztlich nur noch. Also soweit ist es ja mittlerweile schon gekommen. Und darauf, auf solche technologischen Entwicklungen, nimmt man natürlich bei der Erstellung dieses Warenkorbes auch Rücksicht. Das heißt, dass jetzt gesagt wird, okay, ein Gut wird beispielsweise komplett herausgenommen und dafür durch ein anderes ersetzt, was eben zeitgemäßer ist. Es ist aber nicht nur das, was passiert, sondern man gewichtet auch die einzelnen Güter sehr, sehr stark im Warenkorb. Das heißt, die sind nicht alle mit dem gleichen Gewicht da drin vorhanden, sodass man nicht einfach das arithmetische Mittel aller Preise des Warenkorbes nehmen kann, sondern man sagt, okay, jetzt ein Schallplattenspieler oder ein CD-Spieler, den kaufe ich ja jetzt nicht tagtäglich. Der hat ja nicht so ein großes Gewicht für die allgemeine Preisentwicklung wie beispielsweise Lebensmittel, wie beispielsweise Kleidung, Kosmetika und so weiter und so fort. Und wenn dann dieser Warenkorb erstmal erstellt ist, dann wird eben halt das gewichtete arithmetische Mittel errechnet und das ist dann tatsächlich unser Preisniveau. Ja, so verhält sich das Ganze. Das ist der sogenannte Verbraucherpreisindex, der auch tatsächlich von Jahr zu Jahr fortgeführt wird, einfach nur um zu schauen, okay, wie entwickeln sich die Preise weiter. Was ich so ein bisschen komisch daran finde und nicht so schön finde, ist, dass der regelmäßig wieder auf Null gestellt wird.
Das war natürlich abzusehen, dass das passiert, wo der Euro eingeführt worden ist. Aber dass man jetzt alle 5 bis 10 Jahre tatsächlich diesen VPI immer wieder nullt, ist meines Erachtens nicht wirklich so schön, weil man dann nicht mehr so gut verfolgen kann, wie sich die Preise wirklich im allerlang, also im wirklich langfristigen Zeitraum entwickelt haben. Und so kriegt man es halt nur kurz- bis mittelfristig mit, was dann natürlich nicht mehr wirklich einem konkrete Zahlen letztlich gibt, um zu überprüfen, ob die eigene Wahrnehmung diesbezüglich stimmt, dass wirklich alles immer teurer wird. Denn viele Leute beklagen sich ja auch darüber, es wird immer alles teurer und teurer. Und nun ja, die Zahlen ermöglichen aber keinen aktuellen Vergleich mehr, weil man, wie gesagt, im regelmäßigen Abschnitt von so 10 Jahren zumindest das Ganze wieder regelmäßig auf Null setzt, um dann neu anzufangen. Ja, also dieser Verbraucherpreisindex ist quasi unser Warenkorb. Da sind die einzelnen Preise drin enthalten. Und nun ja, wie sich dieser Verbraucherpreisindex entwickelt, ist dann eben maßgeblich dafür verantwortlich, was für eine Inflationsrate sich für Deutschland ergibt. Wenn also beispielsweise heute der VPI bei 100 steht, ja, weil wir heute anfangen, die Preise der Güter und Dienstleistungen zu beobachten, und wir sehen beispielsweise in einem Jahr steht der VPI bei 102,5, dann wissen wir, die Inflationsrate hat 2,5% betragen. So einfach ist letztlich die Berechnung des Ganzen. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns anschauen, wie wir in der Statistik Preisindizes ermitteln, weil genau das ist letztlich nichts anderes als der VPI. Der Verbraucherpreisindex ist ein Preisindex, der nach statistischen Methoden berechnet wird, und wie wir das dann genau machen, werden wir dann spätestens auf jeden Fall sehen. Ich wollte euch das nur mal so ein bisschen an die Hand legen, damit ihr wisst, okay, Preise und Preisniveau ist nicht ein und dasselbe. Beim Preisniveau spricht man eben vom durchschnittlichen Preis aller Güter und Dienstleistungen, und beim Preis, nun ja, da bezieht man das immer auf einen konkreten, auf ein konkretes Gut oder auf eine konkrete Dienstleistung. Und europaweit ist man jetzt sogar so weit gegangen, dass man einen harmonisierten Verbraucherpreisindex ermittelt hat, einfach deswegen, weil wir sagen, okay, in Europa gibt es unterschiedliche Völker, die haben unterschiedliche Konsumgewohnheiten, aber wir haben ja die Europäische Zentralbank gegründet, die dafür zuständig ist, die Inflationsrate europaweit, also sprich im Euroraum, bei unter bzw. maximal 2% zu halten. Und deswegen brauchen wir einen gemeinsamen Warenkorb, der in etwa, sag ich mal, den Gewohnheiten des durchschnittlichen Europäers entspricht, wenn man so will. Und viele beklagen sich immer darüber, dass die Europäische Zentralbank es nicht geschafft hat, beispielsweise die Inflationsrate in Deutschland unter 2% zu halten. Man muss allerdings dazu fairerweise sagen, dass es nicht ihre Aufgabe ist, das zu tun, sondern ihre Aufgabe ist es, im Euroraum gemittelt die unter 2% zu halten. Eine Deflation soll auch vermieden werden, also dass eben, wie gesagt, Preise konstant durchschnittlich betrachtet auf die gesamte Volkswirtschaft sinken. Warum das letztlich vermieden werden soll, werde ich euch im nächsten Video erklären, wenn wir dann rüber zur Phillips-Kurve gehen. Denn da ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen Preisniveaus und eben der Arbeitslosigkeit zu verstehen. Ja, bis dahin, meine Freunde.